Aloha und weiter im Text mit Jack 3. Wir sind im Ödland. Ups, das wollte ich nicht. Huch, das wollte ich natürlich auch nicht. Wie kann ich die jetzt nochmal weglegen? Das habe ich mir vergessen. Naja, egal. So, dann nehmen wir mal unseren guten Freund hier und laufen zur großen Faust. Ja, bei mir hat die Uni wieder angefangen. Die letzten Aufnahmen hab ich während der Weihnachtsferien gemacht. Also gut, heute ist der 4. Januar, also es ist jetzt noch nicht so viel später, aber es ist schon ein Weilchen her, dass ich aufgenommen habe und deswegen habe ich auch glatt wieder vergessen, was ich machen sollte oder wo ich jetzt hin soll. Aber ich folge einfach mal der Markierung hier, die mich... Ach so, ich sollte vielleicht auch zur Tür gehen, die mich hierhin führt. Guten Tag. Hallo? Ach so. Nemos hat einen Job für uns, aber ich bin kein Babysitter. Also bleibt mir von der Pelle. Du machst ja keine Angst. Stimmt doch, Jack. Wenn ihr wüsstet, was da draußen abgeht, dann hättet ihr Angst. Was ist hier los? Nichts, mein Lord. Habe Jack und dem Winzling hier nur einen guten Rat gegeben. Man sagt mir, du sollst sehr ungestüm sein. Hat dir dein Vater nie beigebracht, deine Schlacht mit Bedacht auszuwählen? Ich kenne meinen Vater nicht. Ich will sagen, dass man dem Feind offen gegenübertritt und manchmal einfach wartet, bis er eine Schwäche zeigt. Geduld ist die beste Waffe eines Kriegers. Verstehst du das? Jack, geh mit Cleaver in die Wüste und treib dort eine Herde Eidechsen in den bereitstehenden Transporter. Wir müssen uns auf alles vorbereiten und ich brauche jede Ressource, die wir bekommen können. Kein Problem. Mit Tieren kenne ich mich aus. Wir sehen uns draußen, Kumpel. Bitte, 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 bitte sag mir, dass dieser Typ nicht, dass ich nicht auf sein Leben achten muss. Nee, im Moment sieht's eher, im Moment sieht's eher danach aus, als ob ich nur auf mein Leben achten muss und das wäre eigentlich ganz gut. Ja, Auto, drehst du dich bitte um, danke. Lalalalalalalalala. Zum Glück habe ich hier keine Munition. Okay. Ey, es fährt sich hier super. Richtig super. Das war eine super Idee. Na, zum Glück dreht sich mein Auto immer um. Also von alleine. Ich habe auch noch nicht so ganz durchblickt, ob das hier einen aktiven Tag-Nacht-Rhythmus gibt oder ob es laut Story Tag und Nacht ist. Ich glaube, der ist nicht. Ich glaube, der variiert nicht von selber. Oder. Naja. Wir werden sehen, ne? Okay, hier sind Ruinen. Oh je. Fahre näher an die Sprungechse ran. Wo ist denn hier eine Sprungechse? Guten Tag. Wo denn da? Ich sehe einen. Da ist einer. Und dann? Ich habe gar nicht gemerkt, dass wir... Das ging mir zu schnell. Ah, okay. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich erstens die Sprungechse gewechselt habe. Ups. Ich wollte sie nicht erschießen. Ich wollte sie nicht umbringen. Ja. Uah. Ja, das muss man erstmal. Okay, die darf nicht stolpern. Gut zu wissen. Was ich eigentlich sagen wollte. Ach komm schon. So. Was ich sagen wollte. Ich habe gar nicht gemerkt, dass Dexter auf dieses Vieh raufgesprungen ist. Und dass ich es zurück.
lenken soll. Okay, okay. Boom. Die sterben ganz schön schnell. Und die sind mir viel zu schnell. Die Viecher. Oh! Hey, komm zurück. Brumm. Drei soll ich einfangen. Noch näher ran. Ich hasse diese Autos. Ich kann mit denen nämlich so gut fahren. So, komm. Dexter, rauf da. Los, spring. Okay, kann ich sie dazu bringen, ein bisschen langsamer zu laufen? Ich glaube nicht. Sieht nicht so aus. Nein! Okay, okay, okay. Oh. Okay, das nimmt jetzt langsam Jack 2 Ausmaße an. Das wird jetzt langsam ein bisschen anstrengend. Mann, habe ich gerade Spaß. Ja, was kann ich denn dafür, dass die mir vor die Räder läuft? Da sind drei, Dexter. Drei sind da. Okay, 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 okay. Ach, komm schon. Wie soll ich das denn machen? Ach, das hat sie überlebt? Schön. Okay. Das lenkt sich so. Es sieht schon echt blöd aus, wie die da stolpern. Das ist echt blöd. Die fahren mir vors Auto und anstatt dass Dexter sofort drauf springt, nö, lässt er sie vors Auto rennen und sterben. Wow. Kann ich die eigentlich noch anders steuern, außer nur lenken? Ich glaube nicht. So, ich muss mal kurz. Wow. Auto, dreh dich mal um, bitte. Hallo? Danke. Total realistisch, klar. Jetzt wäre ich beinahe in das andere Auto reingerast, weil ich dachte... Hallo? Okay, 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 okay. Vor allem freue ich mich ja schon richtig drauf. Ups. Entschuldigung. Ich bin ja mal gespannt, was passiert, wenn ich schon eine gefangen habe. So. Ja, ich bin ja mal gespannt, was passiert, wenn ich schon mal eine gefangen habe und dann mit der nächsten sterbe. Ha! Eine ist drin. Boah, cool. Ja. Nein, nein, nein. Ja, ja, ja. Ja, nein. So, das werde ich ja jetzt sehen. Fange ich wieder von vorne an? Nein. Okay, so sehr Jack 2 ist es dann doch nicht. Okay, dann ist es ja sogar machbar. Ja, näher ran. Ich bin ja schon nah dran. Boah. Okay, 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 okay. Na, oh. Entschuldigung. Vor allem, dass Dexter da auch gleich stirbt, ne? Also, Pussy. Oh, diese Dinger lassen sich ja so gut lenken. Ja, ich sehe sie auch. Oh, bin ich da nicht vorhin dran gestorben? Ich glaube schon. So, jetzt rennt mir gleich wieder einer vors Auto, ne? Jo. Warum springst du da nicht auf, Kumpel? So, ha, die nächste. Ja, das war... Tch,
Ist ja kein Wunder, dass der so blöd fährt. Was hat der denn so für eine... Was hat der denn da auch für eine Brille auf? Da kann man ja nichts sehen. Es liegt nicht daran, dass ich schlecht steuere oder so. Nö. Es liegt an Jacks Brille. So. Das lässt sich doch jetzt hoffentlich irgendwie... Ach komm, die war drin. Als ob sie ein Fußball wäre. Hallo? Hallo? Möchtest du nicht vielleicht hier hervorschnellen und... Nein, möchte er nicht. Okay. Ich sehe ihn. Ja? Okay. Ich habe gerade auf Springen gedrückt. Na Leute, habt ihr Kaffee und Kekse dabei? Es kann sich nur noch um Jahre handeln. Wo fahre ich denn gerade lang? Naja. Fahren wir einmal außen rum. La 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 la. Komme ich von der anderen Seite? Ist vielleicht sogar ein bisschen... So, einmal nochmal zurücksetzen, bitte. Oh, wie Dexter drauf sitzt. Das ist süß. Zum Absprung bereit. Okay, dann. Komm, dich kriegen wir. Ja, ich sehe sie auch, aber... Okay, das hat absolut nichts gebracht. Komm her, du blöde Echse! Ja, nein, nein, nein! Oh, Mist. Aber, naja, gut, wenn es Jack 2 wäre, dann müssten wir jedes Mal von vorne anfangen. Okay, nochmal. Mir juckt gerade wieder mein Auge. Und ich kann nicht kratzen. So. Was war das denn bitte gerade? So. Hey! Die ist gerade gesprungen, ohne dass ich ihr gesagt habe, sie soll springen. Das war gut. So. Hi, Leute. Ja, klar. Die Echsen können alleine durch die Kakteen laufen. Aber sobald... Ist klar. Die Echsen können, wenn sie alleine laufen, durch die Kakteen durch. Da passiert nichts. Aber sobald ich die auf der Echse drauf sitze, sterben sie instant. Ja? Yes! Hi. Ich muss zugeben, du hast Talent, Kleiner. Nimm dir noch ein Fahrzeug. Hast's verdient. Du sagst es. Wäre eine Fußmassage zu viel verlangt? Nein, dachte ich mir schon. Ist der blöd, man noch immer gleich so übertreiben muss, ne? So, welches Auto soll ich jetzt nehmen? Das hier? Sandhai. Ah ne, den hier durfte ich ja nehmen. Den Dünenspringer. Fährt der sich besser? Fährt er sich besser? Ich habe keine Ahnung, ob der sich besser fährt. Ah, doch, ein bisschen. Was ist das? Was ist denn das da unten? Ah, der meckert nicht so viel. Wow. Mit dem kämpft es sich bestimmt... Wow. Was tue ich da? Ach so, ja, Dünenspringer, ich verstehe. So, was ist denn das für ein Zeichen da auf der Karte? Da will ich mal hin. Das will ich mir mal näher ansehen. Hui! Leute, es macht euch doch nichts aus, wenn ich euch das Auto kaputt mache, oder? Okay. So, was hat der andere Typ jetzt eigentlich gemacht, während ich hier diese Wüstenspringer... Während ich die Wüstenspringer erledigt habe? Wenn ich mal so ganz vorsichtig fragen darf. Wow. Schaden mir meine eigenen Geschütze eigentlich? Würde mich mal so ein bisschen interessieren. Um Gottes Willen. Oh Gott, warum habe ich das hier gemacht? Warum mache ich sowas? Oh Gott, und ich schaffe es. Nein, ich sage lieber noch nichts. Weil es im Moment nicht so aussieht, als ob ich hier irgendwas schaffe. Ich hab's doch gesagt.
Na, wo starte ich? Ohne Ton erstmal. Schön. Okay, und rüber. Ich will wissen, was da vorne ist. Da muss ich bestimmt noch nicht hin. 100 Pro muss ich da noch nicht hin. Wow. Okay, ich kann... Ah, das läuft super. So. Die Bremsen war doch mit... Mit Quadrat. Naja, gut. Oh Gott. Hey, läuft super, Sharon. Alles cool, alles cool. Ach, wieder. Wieder. Nee, nicht wieder die gleiche Stelle, oder? Bin ich da eben auch schon gestorben? Ich weiß es nicht. Aber ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Jack 3 wieder. Oh, Wari.